Wenn das wirklich Männer sind, jeder weiß, wo ich wohne. Herzlich willkommen. Salam alaikum. Ohne Bushido gäbe es kein Arafat. Ohne Bushido gäbe es heute kein Barello mit der Reichweite. Und jetzt setzen sie sich heute hin in ihre Millionenhäuser, was der ihn finanziert hat. Am Ende des Tages, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Nun bei Allah, sollten die anfangen über mich zu reden, ich werde die ganze Wahrheit auspacken. Ich werde mal ein bisschen ein paar Einblicke den Leuten geben, wie es hinter den Kulissen aussieht für Barello. Am Ende des Tages, Barello ist ein kleiner Junge für mich. Der Junge ist 23 Jahre alt, er hat noch nie das Leben gesehen. Er kennt nur sein Wohnzimmer. Ich habe den Jungen mein Herz geschlossen, deswegen habe ich das für ihn gemacht. Arafat hat mich die letzten zwei Tage angerufen. Beim ersten Tag bin ich dran, ich habe mit ihm telefoniert. Nabil, wie kannst du das zulassen? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Meinungsverschiedenheiten, wir haben uns ausgetauscht. Das Thema ein für alle Mal beendet. Okay? Kein Problem. Die nächsten Tage hat er mich die ganze Zeit versucht anzurufen, ich bin nicht drangegangen. Warum bin ich nicht drangegangen? Weil ich nicht wusste, wie Barello reagieren wird. Wird er mit ihnen live gehen? Wird er nicht mit ihnen live gehen? Weiß ich nicht. Werde ich mein Wort geben und mein Wort brechen? Mache ich nicht. Deswegen, am Ende des Tages, Bushido wollte nicht mit denen live. Das Thema ist vorbei. Wenn das wirklich Männer sind, jeder weiß, wo ich wohne, herzlich willkommen. Jeder, der ein Mann ist, soll nach Bochum kommen und mir zeigen, was das für ein Mann ist, okay? Ich lasse meine Mutter nicht in der Öffentlichkeit beleidigen. Alles schön und gut. Jeder kann sich hinsetzen und beleidigen. Das kann jeder. Aber wirklich Angesicht zu Angesicht kann nicht jeder, okay? Ich habe auf Barellos Wort vertraut. Er war zwei Tage bei mir. Ich habe ihn wie ein Bruder behandelt, okay? Ich habe gesagt, ich gehe auf die Thematik nicht ein. Ich wollte nicht gegen Arafat schießen oder sonstiges. Ich versuche immer korrekt zu bleiben. Arafat hat mit dieser Thematik nichts zu tun. Er ist nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Aber seine kleinen Köter sind damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und wenn die der Meinung sind, mich zu beleidigen, ich lasse mich nicht beleidigen. Alles schön und gut, kein Problem. Jeder weiß, wo ich wohne, jeder kann zu mir kommen. Und bei Allah, wenn ich in Berlin bin, werden die von mir hören. Ich bin kein Mensch, der sich versteckt. Und die wollen das gerne in der Öffentlichkeit austragen, damit die Polizei darauf aufmerksam wird. Damit ihr euren Schutz habt. Alles kein Problem. Ich werde mich nicht drauf einlassen. Ich werde mich auf diese Fitna nicht einlassen. Die können so viel beleidigen, wie die wollen. Jeder von denen hat meine Nummer. Kann mich gerne anrufen. Wer ein Problem mit mir hat, ruft mich an. Ich werde jetzt auch nochmal auf das Thema zurückgehen. Weil ich fuck mich gerade übertrieben ab. Weil irgendwelche kleinen Pisser meinen, meine Mutter zu beleidigen. Ich bin nicht auf deren Niveau, dass ich mich auf deren Niveau herablasse und deren Mütter beleidige. Weil dann wäre ich nicht besser. Dann hätte ich nicht das Recht, mich hier hinzusetzen und zu reden. Aber ich bin korrekt und sachlich. Jeder kann seine Meinung haben. Aber beleidigt nicht irgendwelche Mütter. Meine Mutter betet fünfmal am Tag. Bushido wollte nicht mehr mit ihm live. Er hat sich auf unser Wort verlassen. Er wollte uns einen Gefallen damit tun. Er wollte mit ihm live gehen. Er wollte in die Plattform reden. Egal wie die versuchen, Bushido klein zu reden. Bushido hat die alle gemacht. Weil Arafat redet ja davon, dass er Barello gemacht hat. Okay, er redet davon, dass er Barello gemacht hat. Was wäre dann Bushido ohne Arafat? Würde ihn jemand kennen? Nein! Es sind erwachsene Leute, es wird vor Gericht geklärt, klärt das doch. Aber sich heute hinsetzen und versuchen auf ihn loszugehen, das ist nicht korrekt. Salam alaikum. Okay, gut. Ja. Ja. Okay, gut. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Salam alaikum. Wie bitte? Du bist so genauso ein Mann, oder? Okay, du bist alles andere, glaub mir. Lass mich nicht anfangen zu beleidigen. Salam alaikum, Arafat. Gut. Wenn er der Meinung ist, dass Bushido mir diese Villa besorgt hat und er hat mich gemacht, ist doch seine Meinung, ist doch alles gut. Egal, wer ein Feature mit Bushido macht, er ist tot, weil er selber tot ist. Er versucht auf Teufel komm raus, wieder eine Plattform zu kriegen. Bitte geht mit ihm live. Er soll mit wem er will live gehen. Mit wem er will. Aber hier... Ich rede nur hier, dass einer kommt und sagt, er hat mir meinen Willen bezahlt. Er hat mir dies bezahlt, er hat mir das bezahlt. Und was Barello gemacht hat, ob es Barellos Idee war, mit ihm live zu gehen oder andersrum, interessiert mich auch nicht. Weil hier in TikTok leider Gottes ist nur, wie kriege ich Zuschauerzahlen hoch? Was mache ich an? Rekorde? Loyalität gibt's hier nicht mehr. Und die anderen brauchen nicht auch mich vor der Kamera zu stehen und loyal zu sein zu denen und denen. Es gibt... TikTok hat mit Loyalität nichts zu tun. Wallah, er ist gerade reingekommen. Ich habe ihn nicht reingeholt. Barello, hast du zu Hause einen Spiegel? Ja. Guck mal rein kurz. Diese Kamera, kann man? Nee, nicht. Geh mal einen Spiegel gucken. Warum? Wenn du einen Spiegel hast, sag mir Bescheid. Boah, Gänsehaut, Wallah.
Und dann spuck richtig rein, so richtig aus tief, die richtig, richtig Dreck, was aus deinem Körper kommt. Gänsehaut, bei Allah. Gänsehaut, was passiert? Wallah, was passiert? Masha'Allah, Ali. Khair, insha'Allah. Du siehst das alles als Show. Ich lebe im realen Leben. Alles gut, Habibi, Habibi Baghello, alles gut, Habibi. Wie geht's dir, wie geht's Familie, alles gut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Auch bei dir auch so, oder? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Arafat. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich finde, bei der Sache nochmal von gestern und jetzt die letzten Tage, Baghello ist nicht mal schuld. Ist meine Meinung, Baghello ist nicht mal schuld. Wegen was? Ismasma. Wallah, dein Empfinden kannst du dir sonst wohin stecken. Ich habe so verstanden, dass Nabil ihn überredet hat. Er hat gerade zugegeben, er hat Nabil kontaktiert. Deswegen habe ich alles zurückgenommen, dass ich ihm recht gegeben habe. Ich meinte, er ist ein Kalb, er ist ein Wussig. Und sein Freund genauso. Wallah, ich habe so mitbekommen, dass sein Freund ihn überredet hat, mit Bushido live zu gehen. Das so habe ich es mitbekommen. Wer ist denn sein Freund? Dieser Nabil. Du wirst das nie lernen, nie. Nein, wenn du es nie sagst, kann ich es nie lernen. Deswegen muss lern das Wort Loyalität, was es bedeutet. Okay? Und wenn du das Wort lernst und wirklich dieses Wort, warte, lass mich ausreden, in dein Herz drin ist und weißt, was Loyalität ist, reden wir morgen. Ich bin wegen dir nicht mit dem live gegangen. Ich habe ihn stehen lassen wegen dir. Das ist Loyalität. Weil du nicht. Barakallahu fik. Und zweitens. Warum dein Cousin Ali Boumaye darf ihn holen bei Ali therapiert? K1, Bushido, Samra, du hast mit den anderen auch Stress. Ja, aber was habe ich jetzt falsch gemacht? Verstehe ich nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Was ist alles richtig? Leckertivo. Anscheinend schon. Du denkst, du bist schlau. Aber ich will dich nur hier nicht mehr erniedrigen. Glaub es mir. Versuch. Lassen wir es. Ich versuche, ja. Was hast du? Ich sage ja nichts. Was hast du gerade gesagt? Ja, versuch, Allah. Hey, bist du das, ja? Wie redest du mit deiner Augen? Nein, ich bin nicht so wie du. Ich versuche es nicht mal. Ich habe noch nie jemanden erniedrigt. Okay. Warum bist du nicht? Das Thema hat sich. Ich will das nochmal. Ich weiß, du bist notgeil auf dieses Thema und das Thema kann man ausschlachten. Ich werde hier nichts ausschlachten. Alles gut. Wenn du willst, dass wir das ausschlachten, ich mach dich jetzt, ich erniedrige dich bis zum geht nicht mehr. Okay? Ich sag dir so, wie es ist. Du bist falsch. Lass es dabei. Okay, ich bin falsch. Ich gebe zu, ich bin falsch. Lass es dabei. Und ganz ehrlich, wir können auch andere Leute holen, die das bestätigen. Aber ich will das nicht. Lass es dabei. Marello. Ja. Hat uns gefreut. Freut mich auch.